Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Und eigentlich hatte ich jetzt vor, euch ne, die Geocache-Folge zu präsentieren. Das Problem ist, ich komme hier von dem Turm nicht mehr runter, außer da. Von daher muss leider dieses Thema noch ein bisschen warten. Ja, hier hatten wir ja so diverse Geocaches, aber kann ich euch leider jetzt nicht präsentieren. Ja. Von daher muss dieses Thema noch ein bisschen warten. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So, wir müssen hier dieses Transportsystem, um hier nochmal schön die Sonne zu genießen. Oh, das sieht aber auch alles sehr nice aus. Muss man ja sagen. So. Nun da. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Einfach runter, finden Sie zum Lager der Überlebenden. Okay, machen wir. So. Aha, da kommt ja gleich die nächste Stadt hier, wa? So, überlege ich gerade, wo ich abspringen muss. Stadt in den Wolken, würde ich... Stadt in den Wolken, wollte ich gerade sagen. Wir hängen fest, oder was? So. Schön! Und jetzt? Aha. Verstehe. Wir müssen uns eine Leine rüberwerfen. Sim, alter Schwede, und das hier in 100 Meter Höhe oder so. Knarre raus. Nachladen. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gucken, ne? Wir können auch erstmal auf der Karte gucken. Gibt's hier irgendwas? Hier gibt's nichts. Oh doch, Munition. Sind wir aber... Voll. So. Was ist denn hier? Eine Leiter, die nach oben führt. Alter Schwede, das sieht aber auch richtig genial aus, oder was? Hammer. So, irgendwelche Kollegen hier? Nee. Es ist zu ruhig. Da hat sie recht. Viel zu ruhig. Hep! Einhaken! Oh oh, oh oh. Oh oh, da kommen sie! So, dass mal hier die Sache war. Einmal. Ich hab gesagt, einmal. Aua! Oh oh. Pam! War ich nicht. Alter Schwede, mach mal einen Damage, Junge. Aua! Von links und rechts kommen sie auch noch. Das ist ja fein. Aua! Ist ein Y? Was kann ich denn hier mit den Fässern machen, die hier so rumfliegen? Au, au. LOL? Aber hallo. Muss mal gucken hier, ob ich die... Aha, okay. Die kann man also kaputt schießen. So. Meine Fresse, Alter. Was macht die für Damage, Junge? Muss mal kurz recken. Alter Schwede. Der Typ da mit dem MG oder was der da in den Pfoten hat.
Jetzt rennst du, wa? Jetzt rennst du. Spannend. Bam. Schönes Ding. Nimm doch mal den Schädel nicht so weit runter. Dann treffe ich dich doch ja nicht. Oh, oh, geh nach, nack. Was denn jetzt? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Alter Schwede. Was denn jetzt, was denn jetzt? Wo, wo muss ich hin? Oh, oh. Oh, oh. Ach du, aua, au, mein Kreuz. Aua, das tut ja weh beim Hingucken. Wer meine Brüder tötet, muss Musik hoch? Ja. Du Scheiße. Kann ich hier schießen? Ach du Scheiße, Alter. Nee, ich halt garantiert nicht still, du Eimer. Häpp. Der flackt hier das ganze Ding weg. Ja, Hilfe. Na, am Arsch, Junge. Du wolltest mir an die Wäsche. So, und jetzt? Okay, rennen. Ich glaube, wir müssen einfach nur rennen. Spring! Oh oh, oh oh, Fatschi. Ach du Scheiße. Aua. Aua. Scheiße. Oh Gott. Alter Falter, jetzt zieht hier die Party ab. B. Jawohl, oder mal B. Achtung. Hep. Jawohl, Alter. Ist der Hammer oder was? Oder mal B. Oh, 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 oh. Schießen. Nochmal B. Alter Finne. Oder mal B. Und drin ins Wasser. Oder mal schießen. Ist ja der Hammer, oder was? Oh weia. Wir wollen jetzt nicht vom Realitätsgrad sprechen, ne? Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Ja, das kann man denen nur wünschen, ne? So. Mal gucken hier, ob hier irgendwie... Ne. Keine Munition. So. Meine Fresse, Alter. Geschafft. Wo sind sie jetzt? Ich spring mal hier runter. Festhalten. Obwohl, ich will ja da gleich gucken, wa? So, was gibt's denn hier Schönes? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Und vielleicht wäre mal interessant zu wissen, wo wir hier eigentlich gelandet sind. Aha, hier ist eine Schatzkarte, okay. Und da ist ein Grab. Oder ein Grabhinweis. Wir holen uns erstmal die Schatzkarte. Und dann würde mich mal noch eine andere Sache interessieren. Und zwar... Aha. Hat nicht unbedingt einen näheren Effekt. Wo geht's denn da hin? Oha. Da geh ich lieber nicht hin. Meine Fresse, was für eine Action. Krasse Sache. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, wo diese komische Schatzkarte hier rumeiert. Alter Schwede, das sieht ja wohl der. Sieht ja wohl richtig genial aus. Da ist ein Lager. Da ist eine Kiste. Oh, ist erstmal die Kiste.
So. Okidoki. Schatzkarte liegt da irgendwo. Hier vielleicht noch irgendwo was? Kommt man da irgendwie hoch? Ah, hier ist erstmal noch eine Kiste. Zap. 2 von 3 Teilen gefunden, Gewehr. Aha. Also da drüben können wir auf jeden Fall klettern. Habe auch schon eine Vermutung, wie wir da hochkommen. Hier so? Und dann da ranspringen? Hä? Nee, das war nicht. Hier müssen wir doch bestimmt irgendwie hochkommen, oder? Warum springt sie denn da nicht hoch? Weil hier Wasser ist? Oder ich glaube, ich weiß. Muss wahrscheinlich auf die Tonne hier, wa? Mal gucken, ob ich die Tonne schieben kann. Y, Tatsache. Geh mal hoch da. Aha. Das macht sie nur wieder nicht. Warum eigentlich nicht? Aha. Verstehe. So. Müsste ja richtig positioniert sein. Mal muss ich eigentlich hepp und hepp. Ja, hepp und hepp am Arsch. Ich will da hoch. Da gibt es bestimmt tolle Sachen. Alle hopp. So. Mal richtig hier hepp. So. Und hepp. Ja. So, immer hier rum und dann da hoch. So, was gibt's hier? Was ist das denn? Aha. Hügelgräberräuberin, neue Herausforderung, abschließend für EP. Aha. Oh, das war ja sehr lohnenswert. Alle ab. Ja. Gut, okay, ja. Ist lediglich hier so ein Event, sag ich mal. So. Wo ist denn hier die komische Schatzkarte? Da komme ich doch nie hin. Aha. Kistchen? Kistchen nehmen wir mit. Naja, ich weiß ja nicht, wa? Sieht mir so aus, wenn das ja nicht in dem Bereich wäre. Keine Ahnung. Und davon eine Menge. Halt. Hier ist doch noch so ein Ding. Ha! Zwei von fünf. Naja, vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht geht es ja da noch höher. Moment. Ne. Gut, dann mal Richtung Strand. Hier liegt schon wieder ein Geocache. 1 von 15, alter Schwede. Grabhinweis haben wir hier hoch. Da würde ich ganz gerne nochmal hin. Aha. Karte hat diese geheimes Grab in der Nähe. Echt? Das ist wahrscheinlich der Eingang da, wa? Reiß auf die Hütte. Ich muss etwas Stärkeres finden. Was, fehlende Ausrüstung? Neue Ausrüstung zum Öffnen benötigt? Nehmen wir halt grobe. Nee, doch nicht. Was, Stärkeres? Oh. Ja. So, na dann halt erstmal zu dem Lager.
sieht hier echt... Boah, was ist das denn da? Ein Riesengeschütz, Junge. Boah. So, Fähigkeiten haben wir keine. Schnellreise könnt ihr hier machen. Ja, wir haben aber irgendwie auch gar nicht mehr so zum Upgraden, ne? Also Gewehr nicht. Pistole können wir noch immer machen, Salvenmodus. Und ergonomischer Griff. Ach so. Wird wahrscheinlich das Dings nicht rein. Oh doch. Ach komm. Was kostet die Welt, wa? Schnellreise. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Irgendwie höre ich auf dem linken Kopfhörer, dass einer... Hört ihr das auch? Klingt so, als wenn da einer einen Motor versucht anzumachen. Und hier könnte man zu den Waldruinen wieder springen. Um denn da die Catches eventuell zu holen. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Vielleicht machen wir die Geocache-Folge auch hier. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sie wird auf jeden Fall noch kommen, also keine Panik, wa? So, Endcard werde ich heute nicht sprechen. Von daher verabschiede ich mich hier, wa? Und zieht euch die Musik rein mit der Endcard. Und bis gleich, beziehungsweise bis zum nächsten Part. I knew what I must become.